Es gibt Schleifen in Achterbahnen, es gibt Schleifen für Omas Geschenk, es gibt Schleifen hier und dort und überall. Natürlich gibt's auch Schleifen in Java. What? Warum das denn? Wie die heißen, was die so können und wie die so aussehen, schauen wir uns in diesem Video mal an. So, dann gehen wir mal ans Eingemachte. Was sind denn Schleifen überhaupt? Schleifen zählen in Java zu den Kontrollstrukturen, da wir mit ihnen bestimmte Anweisungen beliebig oft wiederholen können. In Java gibt es zwei unterschiedliche Arten von Schleifen. Es gibt abweisende und annehmende Schleifen. Unter abweisende Schleifen fallen die While-Schleife und die For-Schleife. Abweisend bedeutet, es wird erst eine Abbruchbedingung überprüft und anschließend die Anweisung ausgeführt. Eine annehmende Schleife ist zum Beispiel die sogenannte Do-While-Schleife. Bei annehmenden Schleifen wird erst irgendwas ausgeführt und danach geschaut, ob die Schleife noch weiterlaufen soll oder eben nicht. Ihr könnt euch merken, Schleifen helfen, unser Programm zu strukturieren und dienen dazu, Anweisungen beliebig oft zu wiederholen. Okay, dann checken wir mal die While-Schleife ab. Die While-Schleife besteht im Prinzip aus drei wichtigen Faktoren. Erstens dem Wort While, zweitens einer Bedingung, drittens eine oder mehrere Anweisungen. Bei der Schleife wird die Bedingung auf wahr oder falsch getestet. Ist die Bedingung erfüllt, also wahr, wird die Anweisung in der Schleife ausgeführt. Ist die Bedingung nicht richtig, überspringen wir die Schleife und fahren im nächsten Teil des Programms fort. Dabei wird das Ganze so lange durchlaufen, bis die Bedingung nicht mehr wahr ist. Dadurch wird klar, die Bedingung in der Schleife muss immer vom Typ Boolean sein. Merkt euch, für die While-Schleife brauchen wir das Wort While, eine Bedingung, die auf wahr oder falsch geprüft wird, und irgendwelche Anweisungen, die wir ausführen möchten. Gut, dann schauen wir uns das mal in Java an. Wie immer, Freunde, unser Grundgerüst aus einer Klasse und der Main-Methode. Jetzt entwerfen wir mal zwei Variablen A und B. A hat den Wert 10 und B hat den Wert 0. Jetzt kommt die While-Schleife. Zuerst brauchen wir logischerweise das Wort while. In die Klammer kommt unsere Bedingung. Sagen wir mal A größer B. Im Anweisungsblock schreiben wir die Print-Funktion mit Countdown und dem aktuellen Wert von der Variable A. Danach verringern wir jedes Mal A um 1. Das machen wir, indem wir A minus minus Strichpunkt schreiben. Das ist ganz wichtig. Warum, sehen wir gleich. Gut, was macht die Schleife aber jetzt genau? Als erstes überprüft sie, ob die Variable A größer als die Variable B ist. Ja, ich würde mal sagen, 10 ist größer als 0. Also springen wir in den Anweisungsblock. Die erste Anweisung soll einmal das Wort Countdown und den aktuellen Wert von A ausgeben. Also würden wir Countdown Doppelpunkt 10 im ersten Schritt erhalten. Danach verringern wir A um 1 und die Anweisungen sind zu Ende. Jetzt beginnt der ganze Spaß wieder von vorne. Es wird erneut überprüft, ob A größer B ist. Da wir in der Schleife A um 1 verringert haben, hat A aktuell den Wert 9. 9 ist aber immer noch größer als 0, also führen wir erneut die Anweisungen der Schleife aus. Das ganze Prozedere wird so lange wiederholt, bis A eben nicht mehr größer als B, also 0 ist. Ist die Bedingung nicht mehr erfüllt, springen wir in den Teil nach der While-Schleife. Okay, dann testen wir das Ganze mal und schauen, was passiert. Wahrscheinlich könnt ihr euch das eh schon denken. Wir erhalten einen Countdown von 10 bis 1. Danach verlassen wir die While-Schleife und machen Party. Schreibt euch also auf, die While-Schleife arbeitet so lange, bis die Bedingung nicht mehr wahr ist. Jetzt wird auch klar, warum wir das A um einen Wert verringern müssen. Wenn wir die Anweisung A minus minus Strichpunkt weglassen, wird der Wert von A nicht verringert und A bleibt immer bei 10. Da 10 immer größer 0 ist, kommen wir in eine Endlosschleife. Geben wir das jetzt aus, gibt das Programm Countdown 10 aus und das so lange, bis wir das Programm beenden oder den Stecker ziehen oder der PC abstürzt. Das ist ganz wichtig, Leute. Bei Schleifen darauf achten, etwas einzubauen, das eine Endlosschleife verhindert. In unserem Fall verringern wir A um einen Wert. Läuft, jetzt gibt es die While-Schleife sozusagen noch in umgekehrter Reihenfolge. Hä? Umgekehrte Reihenfolge? Ja, und die nennt sich Do-While-Schleife. Der Unterschied zur While-Schleife besteht darin, dass zuerst die Anweisungen ausgeführt werden und anschließend erst die Bedingung geprüft wird. Deswegen nennt man sie auch eine annehmende Schleife. Damit können wir sicherstellen, dass die Schleife zumindest einmal durchlaufen wird, selbst wenn die Bedingung am Ende nicht wahr ist. Als Beispiel nehmen wir wieder den Code von eben. Sagen wir mal A gleich 5 und B gleich 0. Jetzt bauen wir unsere Do-While-Schleife. Zuerst kommt das Do, gefolgt von den geschweiften Klammern. Zwischen den Klammern kommen die Anweisungen. Bei uns die Ausgabe Party Hard und wir erhöhen B um 1, damit wir nicht in eine Endlosschleife kommen.
Nach den Klammern kommt das While mit der Bedingung a größer b. Das bedeutet, das Programm macht so lange Party hart, bis b nicht mehr größer als a ist, also 5-mal. Da b ja jedes Mal um 1 erhöht wird. Am Ende verlassen wir die Schleife wieder und fahren mit dem Rest des Programms fort. In unserem Fall ist dann die Party zu Ende. Ändern wir jetzt den Wert von b beispielsweise auf 6, dann würde die Bedingung a größer b am Ende der Schleife ja von Anfang an nicht stimmen. Trotzdem werden die Anweisungen in der Schleife einmal ausgeführt, da das Programm ja erst am Ende überprüft, ob die Bedingung überhaupt richtig ist. Am besten ihr probiert selbst wieder ein eigenes kleines Programm zu schreiben. Zum Beispiel könnt ihr mal versuchen, in der Schleife etwas zusammenzurechnen und das Ergebnis ausgeben zu lassen. Vorher fassen wir aber nochmal zusammen. Schleifen in Java helfen uns, unser Programm zu strukturieren und wir können damit Anweisungen beliebig oft wiederholen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Schleifen. Einmal abweisende und einmal annehmende. Abweisende Schleifen wie die While-Schleife überprüfen zuerst eine Bedingung und führen dann etwas aus. Ist bei der While-Schleife die Bedingung richtig, werden eine oder mehrere Anweisungen ausgeführt. Ist die Bedingung falsch, wird das Programm nach der Schleife fortgesetzt. Annehmende Schleifen wie die Do-While-Schleife führen erst etwas aus und überprüfen anschließende Bedingungen. Somit werden die Anweisungen auf jeden Fall mindestens einmal behandelt. Bei Schleifen ist generell darauf zu achten, etwas einzubauen, sodass es niemals zu einer Endlosschleife kommen kann. Gut, Freunde, damit wisst ihr Bescheid über die Schleifen. Wenn ihr jetzt noch die opa geile Vorschleife sehen wollt, dann guckt einfach bei unserem nächsten Video vorbei. Ich sag haut rein, Leute, bis zum nächsten Video und bis gleich.